willkommen bei Du hast die Macht mit dem neuen Format Reputation. Mein Name ist Visavi und wir suchen talentierte junge Rapper, die was zu sagen haben und sich im bestmöglichen Fall auch mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Wir sind hier heute im legendären Schwutz, um mit Amme Wu über Rap und Politik zu sprechen. Hi. Hi. Warst du schon mal hier? Nein. Weißt du überhaupt, wo wir uns hier befinden? Nein. Das habe ich dir vorher nicht verraten. Das ist tatsächlich eine legendäre Schwulenbar in Berlin. Okay. Ich glaube, man könnte sich nicht mit vielen Rappern in einer Schwulenbar treffen, oder? Ist es so? Ja, könnte. Ich glaube, nein, viele hätten nicht. Probleme damit, aber du sicherlich nicht. Nee. Hast du heute schon Nachrichten gesehen oder gelesen, konsumiert in irgendeiner Form? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Das heißt, du bist gar nicht so der Mensch, der jeden Tag Nachrichten schaut oder liest? Nee. Also, nee, bin ich nicht. Ich lese halt ab und zu Bücher, dann ab und zu lese ich ein paar Zeitungen und beschäftige mich dann mit Themen, die mich interessieren. Aber man kann ja auch Nachrichten zum Beispiel von Leuten aus anderen Ländern bekommen, mit denen man zu tun hat. Ist dann manchmal direkter sogar. Das heißt, dein Medienkonsum hält sich in Grenzen? Ich gucke die meiste Zeit Cartoons. Welche oder Cartoon? Dokus, das ist so die beiden Extreme. Entweder so der absolute Quatsch oder halt der Ernst des Lebens. Rap ist ja mittlerweile an vielen Ecken gar nicht mehr politisch, auch wenn es irgendwie mal eigentlich aus einer politischen Unterdrückungskultur entstanden ist. Bewertest du das negativ, wenn Leute sich überhaupt nicht mit gesellschaftlichen, sozialen, politischen Missständen auseinandersetzen und quasi Pop-Rap-Musik machen? Also jetzt so ganz ernst und hart gesagt, ich kann es nicht ernst nehmen. So. Ich kann es natürlich, ich will nicht sagen, so lustige Musik oder Musik, die sich jetzt nicht mit ernsten Themen beschäftigt, hat keinen Platz in der Welt. So. Das wäre falsch auf jeden Fall, aber ich denke, wenn man sich so den ganzen Entertainment-Kram anguckt, dann ist da ja überhaupt kein Gleichgewicht so mit Sachen, die irgendwie einfach nur Spaß sind und Sachen, die wirklich eine Aussage haben. So. Und dieses ganze Rap-Game, was sich um sich selbst die ganze Zeit dreht, so und nur mit sich selbst beschäftigt, ich kann es nicht ernst nehmen. Das heißt, für dich sind Rap und Politik auch zwei untrennbare Begriffe? Ich meine, wenn alles cool wäre, dann natürlich kann man Musik darüber machen, wie toll alles ist, so kein Problem, aber es ist es halt nicht. Die meisten beschäftigen sich halt mit ihrem Job und oder was sie als nächstes kaufen, wo sie essen gehen, wie sie ihre Freizeit verbringen so und die wenigsten sind jetzt irgendwie so drauf, dass sie sich politisch engagieren. Also. Wenn dir jemand anbieten würde, dich ganz groß rauszubringen, du würdest ganz, ganz viel Geld damit verdienen, aber eben deine politische Message zumindest ein Stück weit herunterzuschrauben, um das eben massentauglicher zu machen, würdest du es annehmen? Wenn du wüsstest, dass du dein komplettes Leben ausgesorgt hast und deiner Familie Häuser kaufen kannst und so weiter und so fort? Um mal auf unser Gespräch von vorn zurückzugreifen, hast du es wirklich mich gerade gefragt? Ist ja, dein Ernst? Es ist mein Ernst. Ist das wirklich dein Ernst? Es ist wirklich mein Ernst. Okay, also entweder ich würde einen Weg finden, diesen Vertrag für mich auszunutzen und meinen Vertragspartner zu verarschen, indem ich das Geld nehme und trotzdem das mache, was ich mache, oder ich würde es nicht machen. Man muss halt sagen, es herrscht so eine Stimmung, wo alles, was so ein bisschen ernster ist und versucht, was zu ändern, wird so ein bisschen belächelt. Und auch so dieses ganze Untergrundding wird halt auch so ein bisschen belächelt. Wenn du jetzt irgendwie 10 Jahre Rap machst und du hast halt nicht den Übererfolg, so, dann ist mal so, ja, und sei mal still und muss man nicht unbedingt respektieren, was du machst und sonst. Da herrscht schon eine, also ich sehe es eher so, dass sehr oft auf Leute heruntergeguckt wird, die noch idealistisch Musik machen. So. Was glaubst du, was hast du für einen Einfluss? Was hat deine Musik für einen Einfluss? Ich glaube schon, dass die Musik sehr viele Leute zum Nachdenken bringt. So. Ich glaube, dass Leute, die sehr viel nachdenken über die Welt und über sich selbst, oft der Gefahr ausgesetzt sind, etwas depressiv zu werden. Und ich glaube, dass das letzte Album, was ich gemacht habe, dann nochmal für diese Leute auf jeden Fall ein guter Weg ist, mit solchen Situationen umzugehen, in denen man sich einfach nicht mehr gut fühlt so, und nicht mehr klarkommt.
Und das ist auch so das Feedback, was ich von den meisten Leuten bekomme, so dass die sich halt wirklich dafür bedanken, dass überhaupt jemand diese ganzen Dinge ausspricht und auch darüber redet und damit auch klar macht, dass es okay ist, sich so zu fühlen. So. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für die wahren, ehrlichen Worte. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Ja. Ich glaube, der andere wichtige Punkt ist, wenn man Rap mit Message macht oder auch politischen Rap, dass man sich nicht nur um die eigenen Probleme dreht. So. Also ich könnte jetzt natürlich die ganze Zeit irgendwas darüber rappen, wie ich diskriminiert werde aufgrund meiner Hautfarbe oder sonst was. So. Und das ist dann hätte ich eine Community, die mich sehen und sagen, ah okay, der ist so ein bisschen wie ich und deswegen ist es jetzt cool und ich bestätige mich selbst die ganze Zeit damit und beschäftige mich mit lauter Problemen, die halt nur mit mir zu tun haben. So. Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man die Prinzipien erkennt in dem, was das Problem ist, aus den eigenen Problemen und daraus allgemeine Probleme und allgemeine Prinzipien herausfiltert und sich damit beschäftigt. So. Weil man dann auch mehr Leute findet, die sich genau in das hineinversetzen können. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Amewo. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.